Herr Groß, Nachhaltigkeit braucht starke Kommunen. Das ist der Claim, das ist die Hauptaussage der Kommunalkonferenz am 4. Juni. Was ist für Sie die größte Stärke von Kommunen in Bezug auf die Nachhaltigkeit und die Agenda 2030? Also die größte Stärke von Kommunen ist für mich sozusagen der Wille und das Potenzial zur Umsetzung. Also wir sprechen viel über Strategien, wir sprechen viel über Konzepte. Aber da, wo sie sozusagen in die Realität tauchen, das sind die Orte, wo die Menschen leben, das sind die Kommunen sozusagen, da müssen Strategien in wirkliches Leben, in konkrete Projekte überführt werden. Und von daher, und da sehe ich ganz stark sozusagen den Nukleus auch der Kommunen, was sie ausspielen können, sozusagen im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch im Dialog mit allen Akteuren sozusagen in der örtlichen Gemeinschaft, um sie gemeinschaftlich auf ein Ziel auszurichten. Wir sind ja hier zusammen, um über die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie zu sprechen, die an der Kommunalkonferenz der Bertelsmann Stiftung mit ihren zahlreichen Kooperationseinrichtungen, zu denen auch die KGST gehört, zum Thema wird. Sie arbeiten mit der Bertelsmann Stiftung zum Thema kommunales Nachhaltigkeitsmanagement. Was können Sie aus dieser Arbeit und der Erfahrung mit den Kommunen für die Weiterentwicklung der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie ziehen? Ja, wir arbeiten an unterschiedlichen Stellen oder haben in der Vergangenheit schon an unterschiedlichen Stellen mit der Bertelsmann Stiftung zusammengearbeitet. Jetzt das aktuelle Projekt, da ging es um das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben gemeinsam einen Bericht geschrieben zum Thema kommunales Nachhaltigkeitsmanagement. Wenn man auf das Thema Nachhaltigkeit schaut, sieht man ja, dass die Themenstellungen vom Umwelt zum Klimaschutz etc. vielfältig sind denn je. Von daher ging es ums darum, sozusagen mit der Bertelsmann Stiftung Kompetenzen zu bündeln. A, haben wir sozusagen als KGST die Managementkompetenz hineingebracht, auch mit dem kommunalen Steuerungsmodell, was wir entwickelt haben. Die Bertelsmann Stiftung war schon viel, viel tiefer in dem Thema Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeitsmanagement drin. Von daher haben wir das gebündelt und da versucht, Synergien zu heben. Haben dann aber auch natürlich nicht Schluss gemacht, sondern haben dann in Arbeitsgruppen und weitere unterschiedliche Akteure, Nachhaltigkeitsorganisationen, Experten und Experten aus Kommunen hinzugezogen, auch aus der Wissenschaft, um gemeinsam eine Handreichung für Kommunen zu entwickeln. Und daran lag auch die große Stärke, ne, des interdisziplinären Ansatzes, der Vielfalt an unterschiedlichen Perspektiven darauf. Und das würde ich mir logischerweise für die Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland auch wünschen, dass ganz viele unterschiedliche Akteure, ganz unterschiedliche Brillen zusammengeführt werden, um dieses Thema zu ringen und einen guten Weg in die Zukunft zu finden. Und Ihre Darstellung zeigt ja auch, wie komplex es ist, sich mit der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen. Und gerade Nachhaltigkeitsmanagement, da entstehen natürlich auch Kosten und Aufwand. Und nun wissen wir es aus den meisten Kommunen, die Kassen sind klamm. Wo sehen Sie dennoch Nutzen und auch die Notwendigkeit, vielleicht konkret an 2, 3 Themen? Ja, ich glaube, zuerst muss man ein bisschen glatt drücken sozusagen. Nachhaltigkeitsmanagement mag auf den ersten Blick kostenintensiv wirken tatsächlich, aber auf dem zweiten Blick, wenn man hinterschaut, muss man sagen, naja, es ist halt immer eine Investition in die Zukunft, in eine nachhaltige Zukunft, die gegebenenfalls, wenn wir heute nicht steuern, wenn wir heute nicht sozusagen agieren und kommunales Nachhaltigkeitsmanagement auf die Bahn bringen sozusagen, die Folgekosten deutlich höher werden in Zukunft tatsächlich. Also von daher, ich glaube, es ist ein Irrglauben zu denken, es ist nur kostenintensiv und es ist keine Investition in die Zukunft, sondern wir müssen heute investieren sozusagen. Wir müssen in gutes Nachhaltigkeitsmanagement investieren, was auch systematisch und strukturiert angegangen wird. Genau dazu haben wir ja auch mit der Bertelsmann Stiftung gemeinsam diesen KGST-Bericht entwickelt. Und dann liegt das zum Teil auch auf der Hand. Ich meine, einige Dinge kann man besser vermitteln, beispielsweise was das Thema Klimafolgeanpassung betrifft beispielsweise. Das kann man greifbarer machen als andere Themen. Aber genau da müssen wir in Zukunft weiter reingehen. Wir müssen deutlich intensiver darüber diskutieren, welche Investitionen wir brauchen sozusagen, um A, unser Klima zu schützen und dem Ziel der Klimaneutralität dann auch zu folgen. Und die Konferenz ist ja der Ansatz, viele Partner zusammenzubringen. Alle Spitzenverbände sind dabei, sehr viele kommunale Vertreterinnen, viele Organisationen, die Kommunen beraten.
Warum ist es so wichtig, die Transformation als Gemeinschaftsaufgabe zu verstehen, auch über alle Verwaltungsebenen hinweg? Wir haben auch den Bund dabei und den Land und eben gerade in Kommunen. Naja, weil so komplexe Themen wie das Thema Nachhaltigkeit, das ist nur ein Beispiel, es gibt noch andere komplexe Themen, aber insbesondere komplexe Themen alleine nicht mehr zu handeln sind und auch nicht angegangen werden können. Als KGST haben wir nicht umsonst das Leitbild der Netzwerkkommune ins Leben gerufen, wo wir nochmal herausstellen, sozusagen, dass das Zielbild der Nachhaltigkeit ist, dass aber wir alle Akteure aus dem kommunalen Ökosystem brauchen, also innerhalb der Verwaltung, im Konzernkommune, in der örtlichen Gemeinschaft, aber auch regional und dann auch logischerweise einen Blick zu Land und Bund und auch zu Europa sozusagen, um wirklich signifikante Fortschritte zu machen, um Synergien zu heben, um Ressourcen nicht um Ressourcen nicht doppelt einzusetzen, um voneinander zu lernen beispielsweise. Und genau dahin muss der Weg auch führen, in diesem Kontext wirklich alle Akteure an einen Tisch zu holen, das unterschiedliche Potenzial, was da ist, der Akteure abzurufen und gemeinschaftlich zu bündeln. Und da spielen natürlich gerade die Kommunen eine zentrale Rolle, gerade auf örtlicher Ebene, auf der lokalen Ebene, diese unterschiedlichen Interessen zu betrachten, auszutarieren sozusagen und in eine für die örtliche Gemeinschaft, für das Gemeinwohl bestmögliche Richtung, ich will nicht sagen zu lenken, aber auf jeden Fall da eine Richtung vorzugeben. Mhm. Und vielen Dank, dass Sie Ihre Expertise und Ihren Einblick in das Thema mit uns teilen. Jetzt für Sie ganz persönlich, was erhoffen Sie sich von der Kommunalkonferenz an Begegnung und an Input? Also ich glaube, die Kommunalkonferenz ist eine wichtige Plattform sozusagen, um auch alle Akteure an einen Tisch zu holen und gerade die kommunale Stimme. Und das ist ja das Charmante daran, dass alle Spitzenverbände, ganz viele Organisationen, die KGST, hinter dieser Konferenz stehen, sie gemeinsam bespielen und den Diskurs sozusagen, was Kommunen bewegt, auch in das föderale System zu streuen tatsächlich. Und ich glaube, darauf wird es in Zukunft viel, viel mehr ankommen, in den Dialog zu kommen sozusagen, kontrovers zu diskutieren. Und gerade, das war Ihre Einführungsfrage vorhin, gerade da die Institutionen wie Kommunen zu berücksichtigen, wo die Menschen leben sozusagen, wo die Probleme vor Ort angegangen werden müssen, wo konkrete Maßnahmen umgesetzt werden müssen, um wirklich die Nachhaltigkeitsstrategie umzusetzen, aber in der Konsequenz auch zu einem klimaneutralen Handeln zu kommen. Mhm. Vielen Dank, Marc Roos, Vertreter des Vorstands der KGST. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank.